Alles klar, weiter geht's mit The Last of Us. Wir sind geflohen das letzte Mal und haben Zuflucht in diesem Haus gesucht. Irgendeinem Haus, aber es sieht fast so aus, als wären sie mir schon wieder auf den Fersen. Ich höre was. Ich habe nur das Gewehr und den Bogen. Ich versuch's mal mit dem Bogen lautlos, weil ich glaube, Schleichangriffe von hinten werden nicht möglich sein. Drecksack! Drecksack, genau. Hey, sag was! Nee, der sagt nichts mehr. Und wenn, dann wird's mich wundern, weil wären dann Stimmen aus dem Jenseits. Oh, verdammt, verdammt! Hoffentlich ist mein Pfeil noch drin, intakt. Nein, er ist abgebrochen. Scheiße. Gerade jetzt, wo ich sie am dringendsten gebrauchen könnte, brechen sie mir ab. Ich hätte aufs Hirn ziehen sollen. Immerhin. Jetzt habe ich eine Schrotflinte. Neue Waffe ist gut. Ich nehme trotzdem wieder den Pfeil und Bogen. Einen konnte ich immerhin retten und da sehe ich schon weitere Pfeile stecken. Da ist noch Marmorkuchen im Ofen. Schon seit 20 Jahren. Ich glaube, Marmorkuchen gehört zu diesen Lebensmitteln, die nicht mit dem Alter besser werden. Deshalb lasse ich ihn lieber liegen. Oh. Kommt ihr rein? Ja, die kommen rein. Wo bist du denn? Einer nach dem anderen, bitte. Da draußen sind sie. Naja, jetzt muss ich doppelt vorsichtig sein. Mit dem Joel ging's ja noch, aber ich glaube nicht, dass ich mit Ellie jemanden im Nahkampf überwältigen kann. Ja. Noch ein Toter. Das wird ein ganzes Leichenschauhaus hier, wenn ich so weitermache. Oh. Los dich lang. Oh, verdammt! Scheiße! Haben sie mich gesehen. Das war doof. Oh. Ich hab gedrückt! Mann, ich hab gedrückt, aber eine Zehntelsekunde zu spät, zweimal. Ist komplett in die Hose gegangen. Mir fehlt die gesamte Gesundheit. Mann, oh Mann, das war nicht gut. Habe ich ein Medkit? Ja, eines. Also es hätte sich vermeiden lassen. Ich war zu ungeduldig. Ja, wenn ich nicht aufgenommen hätte, wäre ich geduldiger gewesen, aber ich wollte euch die lange Warterei ersparen. Da bin ich vorgestürmt. Soll aber jetzt keine Ausrede sein. Ich hätte ihn trotzdem killen können, hätte ich die richtige Waffe equipped. Oh, die Framerate ist ja etwas im Arsch. Canoe und Canoe Shack, okay. Jetzt bin ich da raus oder da?
Ich werde mal alles durchsuchen. Alles. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ziegelsteine immer mit. Statt der Flasche. Und hier blinkt auch schon was. Oh. Was war denn das? Nimm zwei. Sind wir schon wieder voll? Erstaunlich. Machen wir gleich ein Medkit. Machen wir gleich noch ein Medkit. Und Sprengstoff. Messer brauche ich ja keins machen. Messer hat sie ein unzerstörbares. Erstaunlicherweise. Wundert mich etwas. Warum Joel das nicht hatte. Das war's auch schon. Mit der Ausbeute hier. Eisiger Wind. Das sind so Ferienhäuser, glaube ich. Könnte man sich eine Hütte mieten. So wie in Evil Dead. Oder Cabin Fever. Was haben wir hier? Ein Reisemagazin. Die haben sich schon überlegt, wo sie nachher hinfahren. Wahrscheinlich in den Süden. Hier ist es zu kalt. Auf Dauer. So, da wird es wahrscheinlich mehr Feinde triggern, wenn ich da rausgehe. Und bleiben wir noch ein wenig hier. Und schauen zum Kanu. Nanu, Kanu. Nanu, kein Kanu. Fehlanzeige. Oh, schau. Himmlisch. Kann ich da einen Screenshot machen am Ende? Ja, das wird ein schöner Screenshot. Ich bin ja eine Screenshot-Hure. Wie ihr wisst. Genau, das wäre ein schönes Screenshot. Schau ein bisschen in die Kamera, lächeln. Sie will nicht. Ist der See zugefroren? Nein. Was ist denn das da? Ist das ein Texturfehler? Oder ist da was eingefroren? Hoffentlich. Oh. Hoffentlich nicht das Ding aus einer anderen Welt. Wo kommen denn die her? Wer ist der andere? War doch noch jemand, der mich gesehen hat. Im Moment sieht mich keiner, aber... Da war noch jemand. Wo? Da oben! Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da brauche ich stärkere Bewaffnung. Alles machen wir nachher. Ich verzieh mich. Jetzt haben die mich gesehen. Oh. War auch nicht die schlaue Taktik von ihm. Habe ich einen Zielfernrohr? Nein. Kommen Sie von hinten auch schon? Nein. Wo gehe ich lang? Guter Schuss, ha? Was sagst du jetzt?
Jeder Schuss ein Treffer. Bei diesen Schießbodenfiguren. Einer war noch, glaube ich. Sollte die Stellung wechseln. Und außerdem hoffe ich, dass sie was fallen gelassen haben. Irgendwas Nützliches. Ich hoffe, sie haben einen schönen Haufen gemacht. An Munition. Ja. Ich glaube, das ist Schrotflintenmunition. Ich wusste doch, dass ich da was triggere, wenn ich runtergehe. Würde mich interessieren, ob ich einen Schleichangriff machen kann. Mit Ellie. Von hinten. Müsste ja eigentlich gehen. Sie hat ja sogar einen Klicker erledigen können. Mit dem Messer, also. Wieso nicht auch so eine Arschgeige hier? So, wir gehen zuerst zu den Mädels. Wie sich das gehört. Hier kann man auch mit dem Rollstuhl rein. So weit sind wir noch nicht im Moment. Alles schön sauber. Wo war dann der andere? Da war noch einer, ich weiß es doch. Irgendwo war noch einer. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Aha. Gut durchlüftet hier, das Scheißhaus. So eine Flasche. Bäh. Schau, ich bin in Augenhöhe der Klobrille. Und das, obwohl ich nicht kurzsichtig bin. Brauch noch keine Brille. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was von der. Wenn wir mal durchladen. Und die Schrotflinte auch durchladen. Sehr gut. Und dann werden wir, glaube ich, wieder zurückwechseln zum Jagdgewehr. Wo war der? Warst das du? Bin mir nicht sicher. Vielleicht war doch keiner mehr. Und der hat noch einen Pfeil für mich. Oho. Was sage ich da? Danke. War da noch was? Was ist denn das? Mini-Bohrturm. Nein. Oh, das ist der Hochstand. Vom Bademeister. Whitefish Lake. Aha, man darf sich nicht besaufen. Keine Schusswaffen auch hier. Sorry. Muss ich leider brechen, diese Anordnung. Huh? Das sieht nach Ausgang aus. Ja, das weiß ich. So blöd bin ich dann auch nicht. Was der Ausgang ist. Bin doch am Looten. Mal die Entwickler haben damit gerechnet, dass einer so lange lootet wie ich. Haben sie die Rechner ohne Clearance gemacht. Hier haben wir einen Wegweiser. Whitefish Lake Nature Track. Ah, ein Wanderweg. Wie heißt das? Waldlehrpfad. Das ist aber nicht sehr lehrreich, er ist nur 0,3 Kilometer lang. Geht sich nicht aus, dass man da was lernt.
Ja, Waldlehrpfad für Dummies. Sozusagen. Wanderweg. Okay. Der sollte hier rausführen. Das erinnert mich wieder an Alan Wake. Da gab es auch einen Waldlehrpfad, sogar mit Lovers. Wie hieß das? Lovers Peak? Du packst Jimmy, das Jimmy. Oh je. Wow. War doch halb so schlimm. Können wir hier eine... wir könnten... eine Flaschenpost. Schau mal. Ich habe eine Nachricht reingegeben. Platsch. Noch eine. So, jetzt haben wir genug Briefe aufgegeben. Immer wieder. Sieht sehr Alan Wake-ig aus. Was gut ist, weil Alan Wake ist eins meiner Lieblingsspiele. Immer noch. Auch nach all den Jahren. Fischen verboten oder sind hier Fische verboten? Ist die Frage. Ist einer gestorben? Nein, das ist nur ein Schild. Ja, in Zeiten wie diesen könnte es auch ein Grabstein sein. Okay. Oh, ein Rohr. Das werden wir gleich benutzen. Gut, dass ich Ellie bin und nicht Joel, sonst wäre ich stecken geblieben. Sie kann da fast aufrecht gehen. Noch ein Rohr. Wahrscheinlich muss ich darüber. Ja, sogar ganz sicher. Da ist nämlich gar nichts. Oh. Ist das ein Lehrbuch? Negentropie. Was? Das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Negentropie. Noch nie gehört. Okay. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst müssen wir ein paar Bad Guys killen, dann darfst du den Comic lesen. Praktisch mit den Rohren hier. Weiß aber nicht, ob ich darüber will, ha? Oh, kein Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Wir müssen warten bis 6.30 Uhr, dann sperrt er auf. Oh. Ja, wieso? Und das Rohr? Ich dachte, ich muss doch das Rohr. So, das war's. Krass. Krass. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das nicht geht. Da ist ja ein... Da ist ja ein Balken davor. Wieso haben sie das Rohr rot angemalt? Das sieht doch ein Blinder. Oh. Das... Oh. Nein. Oh, Chateau. Sie schnauft etwas heftig. Ihr Alter.
Sollte sich mal die Nebenhöhlen anschauen lassen. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Oh, da hat sie den Joel abgeladen. Da lassen sie mich nicht runter. Schade eigentlich. Wieso gerade hier? Ja, wimmelt's doch sicher. Ich sehe schon die ersten zwei. Drei. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie? Ich muss mich mal näher rankommen lassen. Zeig mich gleich von meiner besten Seite. Den könnte ich jetzt killen. Nein? Irgendwas gefunden? Nichts, Mann. Und selbst? Nee, hier auch nichts. Suchen wir weiter. Schauen wir uns da drüben um. Oh, mieses Arschloch. Genau. Sprichst mir aus der Seele. Hallo, wer hat mich gesehen? Dich. Wer hätte mich beinahe gesehen? Der liegt anscheinend im toten Winkel. Wir wissen doch nicht, dass er fehlt. War wahrscheinlich vorher schon nicht recht beliebt bei denen. Da geht niemandem ab. Hey, was gefunden? Wo bist du? Ja, zeig dich. Schau nach. Ich schieß dich ab. Verdammt nochmal! Ich hab doch! Mann, das geht dann nicht mehr. Sobald sie alarmiert sind, braucht man zwei Schüsse, ich weiß. Jetzt hab ich's. Oh Gott, jetzt hab ich sie auf mich aufmerksam gemacht. Natürlich spawnen dann gleich mehr als nötig. Ja, 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 ich weiß. Arschloch. Ich war doch in Deckung. War komplett in Deckung. Hm. Komm schon. Komm schon, was? Ich muss mich heilen. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Oh, das war keine. Das war keine gute Idee. Scheiße. Okay, das probieren wir nochmal in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.